Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Subvideo Teil 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe jetzt aus dem Keller genau 3 Kisten hochgeholt und das ist immer noch nicht alles, was ich im Keller habe. Im Keller sind noch Jugendbücher, Krimi-Thriller und Psycho-Thriller, auf die ihr euch dann demnächst freuen dürft. Heute geht es um Romane, Familienromane mit düsterem Geheimnis. Ihr wisst ja, ich liebe das. Chicklit, Erfahrungsberichte, Weihnachts-Winterbücher. Ja, wie gesagt, ich habe 3 Kisten hier. Ich gehe jetzt nicht großartig auf die einzelnen Büchlein ein. Weil zu den meisten Büchern mache ich eh eine Rezi und deshalb. Das war da auch schneller durch sind, weil ich glaube sonst gibt das ein Endlos-Video, wenn ich sehe, was hier alles drin ist. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles. Also es gibt dann noch insgesamt 2 weitere Videos. So, fange ich dann jetzt aber mal an. Ich habe noch auf dem Sub von Sadie Jones, Der ungeladene Gast. Mal wieder Familien-Dingens-Gedöns, wo ein unheimlicher Gast zu einer Dinnerparty kommt, der mit irgendjemand was zu tun hat, wie auch immer. Dann noch eingeschweißt von Sophia Kronberg, Die Lilieninsel. Das Buch ist eine Weltbildausgabe. Das ist sonst noch nicht erschienen. Das ist eine Vorab-Erscheinung bei Weltbild und ich glaube, der offizielle Veröffentlichungstermin ist erst im Juli diesen Jahres, meine ich zumindest. Und natürlich auch wieder Familiengeheimnis. Dann von Catherine Howe, Die Frauen von der Bacon Street. Von Claudia Ziegler, Das Mädchen mit dem zweiten Gesicht, ist aber historisch angehaucht, meine ich. Ja, geht, ist was Historisches, spielt 1572. Also ihr seht, ich habe auch Historisches dabei. Dann von Stefanie Kasper, Das Haus der dunklen Träume. Auch eine Weltbildausgabe und auch noch eingeschweißt. Und ich meine, das wäre auch noch nicht erschienen offiziell. Also es ist definitiv eine Vorab-Ausgabe von Weltbild. Kann aber auch sein, dass es im Januar oder im Februar diesen Jahres rausgekommen ist. Aber ich hatte das schon im September oder August gekauft bei Weltbild. Also war eine Vorab-Premiere. So. Dann, das war mal in meiner Tauschkiste drin, Petra Last, Wie der Himmel auf Erden. Mal gespannt, was mich da erwartet. Dann von Sylvia Roth, Blut von deinem Blute. Dann wieder noch eingeschweißt und wieder eine Weltbildausgabe, weil mir da einfach das Cover besser gefallen hat als das Original. Ich finde, das Original ist schon schön, aber irgendwie bei dieser Weltbildausgabe, das finde ich irgendwie noch mystischer. Und zwar von Kimberly Wilkins, Der Wind der Erinnerung. Auch noch original eingeschweißt. Das Original ist aufgemacht in Form von einer Postkarte und einer Orchidee vorn drauf. Auch wunderschön, aber wie gesagt, das hier hat mir noch besser gefallen. Und da mir von der Originalausgabe die Taschenbuchausgabe nicht gefällt, die ist zwar optisch gleich wie vom Hardcover, aber beim Hardcover ist die Orchidee und die Schrift so dreidimensional geprägt und das liebe ich total, wenn das so ein bisschen geprägt ist. Aber das ist beim Taschenbuch leider nicht, das geht da komplett flöten. Und das Hardcover ist mir einfach zu teuer und da habe ich mich dann für die Weltbildausgabe entschieden und ich finde die richtig toll. Freue mich auch schon drauf, wenn ich es irgendwann mal gebacken kriege. So, und dann, das war auch in meiner Tauschkiste drin, von Ann Burlson, Der Nachbar. Hoffentlich will er nicht um. Dann geht's weiter von Elizabeth Edmondson, Sturm über Beauregard Abbey. Rebecca Martin, Die verlorene Geschichte. Und ein bisschen graut mir davor, das zu lesen, weil
Spiegel-Bestseller. Ihr wisst ja, ich habe ja da so, ne? Ich und eine Spiegel-Bestseller. Dann von Shona McLean. Der irische Fluch war auch mal in meiner Tauschkiste drin. Finde ich das Cover schon so toll. Ich weiß nicht, seht ihr das, dass die Harfe wirklich so changiert und toll gemacht. Ja, dann von Leslie Pierce, Wenn 1000 Sterne fallen. Das war auch in meiner Tauschkiste, das habe ich mal angefangen zu lesen, hat mich dann aber nicht so gepackt. Also ich war irgendwie nicht in der Stimmung für das Buch, da muss ich dann irgendwann mal mich nochmal dran setzen. Aber wenn, fange ich dann natürlich von vorne an, weil ich weiß schon nicht mehr, worum es da ging. Das Ginsterhaus von Gillian White. Dann von Barbara Wood als Catherine Harvey, Wilder Oleander. War auch mal in der Tauschkiste drin. So. Dann von, auch aus der Tauschkiste, von Danielle Steele, Erfüllte Wünsche. Das habe ich mal, das weiß ich noch, das habe ich mal auf dem Wühltisch gekriegt für 3 Euro. Von Deidre Purcell, Perlmuttsommer. Ne, 3,50, da hinten klebt noch der Preis. Okay, ich habe 50 Cent unterschlagen. Und das hat mir mal die Freundin meiner Mutter mitgebracht, von Carlos Ruiz Zafón Marina. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie traue ich mich da nicht dran. Naja, irgendwann mal. So, das war die erste Kiste. Die ist jetzt leer. Komme ich mal zu der mittleren Kiste. Die setze ich gerade mal. Ach nee, mach ich so rum. So, da habe ich dann von Irma Bombeck. Ich schenke mir täglich Rotrosen. Und Irma Bombeck ist so ähnlich wie Evelyn Sanders, die ja, das Hausfrauenleben ein bisschen auf die Schippe nimmt und das Ganze ein bisschen lustig, flockig schreibt und so vom Hausfrauendasein erzählt. Ich hatte irgendwann mal, ich glaube, als Jugendliche die Kirschen in Nachbars Garten oder wie es hieß, von ihr gelesen. Das hatte meine Oma im Schrank und ich fand den Schreibstil toll. Und das steht auch noch im Schrank. Deshalb muss irgendwann mal gelesen werden, wenn ich mal wieder was zum Lachen brauche. Dann, ja, das darf man gar nicht in die Kamera halten. Seht ihr, wie das aussieht? Es ist ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Traue ich mich auch nicht so wirklich ran. Nee, Spiegel-Bestseller. Dieses Büchlein ist eigentlich noch so gut wie neu. Ich glaube, das seht ihr die Leserillen. Das haben wir meiner Schwiegermutter zu Weihnachten geschenkt. Neu. Sie hat es gelesen, sie fand es richtig klasse. Jetzt hat es mir gegeben, dass ich es dann auch lesen kann. Ich muss mich nicht damit beeilen. Also ich kann es auf dem Sub liegen lassen. Ich weiß auch, dass es meine Schwiegermutter ist. Aber Leute, ich bin entsetzt. Mir schenkt ein niegelnagelneues Buch. Und das kommt raus von einmal lesen. Also ich habe, meine Schwiegermutter hatte keine 5 Minuten dieses Buch. Und ich bin manchmal echt entsetzt, wie Leute mit ihren Büchern umgehen. Die packt die Weihnachtsgeschenke aus, die nimmt dieses Buch, klappt es rum und fährt hier erstmal schön entlang und hat schon die erste Leserille da drin. Also es ist, und versteht nicht, warum ich nebendran sitze und fast einen Schreikrampf kriege. Aber ich finde es furchtbar, wie kann man denn so mit seinen Büchern umgehen? Da blutet mir das Herz. Und wenn das Buch wirklich so gut ist, wie alle sagen, dann blutet es mir noch mehr. Ja, so geht man halt mit einem Buch um. Macht das nicht? Schrecklich. Wenn es mir dann wirklich gefallen sollte, werde ich mir das natürlich dann neu nochmal kaufen. Weil das kriegt meine Schwiegermutter definitiv wieder zurück. Wenn ich es mir gebraucht kaufen würde, okay, wäre es... Da ist mir es dann mit Leserillen egal. Aber wenn ich schon was neu kaufe und ich sehe, das macht einer rein, also könnte ich ja nachher schwärmen.
So, dann habe ich noch von Bernard Cornwell Stonehenge, mal wieder ein historischer Roman. Dann noch von Sabine Kügler Dschungelkind, was autobiografisches. Dann, wie auch schon im letzten Video, mal wieder ein Büchlein. Das hatte ich von Rebuy, da war eben noch das Klebchen dran. Das muss ich auch mal noch sauber machen. Von Monica McInerney, Das Haus am Hyde Park. Dann auch noch von Rebuy, ist auch noch das Klebchen dran. Also, die habe ich noch gar nicht richtig präpariert, seht ihr? Von Lucinda Riley, Der Lavendelgarten. Dann habe ich mal hier Chiclet, Kerstin Gier, Für jede Lösung ein Problem. Das habe ich aber mal von irgendjemand geschenkt gekriegt, sonst hätte ich mir das nicht gekauft. Ich lese ja nicht so gern Chiclet, das ist ja, lese ich ja wirklich nur, ja, wenn ich mal gar nicht weiß, was ich lesen soll und wenn ich keine Lust habe, mich irgendwie groß zu konzentrieren oder wenn es super affig heiß ist im Sommer, dann ist Chiclet okay. Ansonsten ist mir das nicht anspruchsvoll genug. Tut mir leid. Also es ist, ja. Und dann von Jeffrey Eugenides, Die Selbstmordschwestern. Gibt es auch eine Verfilmung mit Kirsten Dunst? Ja, genau. The Virgin Suicides. Das Buch zum Film. Bin mal gespannt. So, das war Kiste Nummer 2. Jetzt habe ich immer noch eine Kiste hier stehen, die ausgepackt werden will. Also, dann schauen wir mal, was da drin ist. Da ist noch drin von Judith Kern, Das Leuchten des Sanddorns. Dann von Jutta Profiet, Schmutzengel. Von Liza Dale, Kleine Wunder. Von Dora Held, Ausgeliebt. Ja, ich weiß, es ist Chiclet. Ich habe auch Chiclet da. Wie gesagt, ab und zu braucht der Mensch das ja mal, aber es ist trotzdem nicht mein bevorzugtes Genre. Und dann nochmal von Dora Held, Tante Inge haut ab. So, dann haben wir noch ein paar Weihnachtsbüchlein. Und zwar von Petra Schier, Hundeweihnacht. Von Andrea Schacht, Katzenweihnacht. Ja, wo der Hund ist, muss er die Katze sein, ne? Von Dietmar Bittrich, Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft, hatte mir mal eine Kundin zu Weihnachten geschenkt. Letztes Jahr habe ich es nicht gepackt, das zu lesen, aber vielleicht dieses Jahr. Und ich habe, als ich im Dezember oder was, Ende November, ich weiß es gar nicht, bei der Michael Kiebler-Lesung war zum neuen Darmstadt-Krimi, habe ich auf den Tischen gesehen, das war also die Vorweihnachtszeit, dass es von dem Autor schon wieder neue Weihnachtsbüchlein gibt. Wie war denn das? Wie war dann der Titel? Aber erst wird gegessen. So. Ja, auch Weihnachten. Dann wieder ein Weihnachtsbüchlein. 24 punschvergnügte Weihnachtsgeschichten. Morgen, Freundchen, wird's was geben. Und dann noch von einem für mich neu entdeckten Autor. Und da freue ich mich drauf, wenn ich die lesen kann. Ich muss mal gucken, ob ich von dem Autor noch Sachen, also Büchlein bekomme, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Weil ich hatte von ihm Mein Winter mit Grace gelesen. Das hatte ich euch ja schon rezensiert. Und ach, der schreibt so gefühlvoll, so toll. Und ach, ja, meines Erachtens kann er Sparks das Wasser reichen. Und da habe ich noch zwei Weihnachtsbüchlein von dem Autor hier. Und zwar ist die Rede von Richard Paul Evans, Der Weihnachtswunsch. Und das Cover ist so hammermäßig toll. Genau mein Geschmack, so amerikanisch, weihnachtlich, kitschig. Ich liebe das.
Und dann auch nochmal von Richard Paul Evans, Magie der Weihnacht. Auch ein ganz, ganz tolles Cover. Oh, herrlich. Ja, wie gesagt, da muss ich mal gucken, ob ich von dem guten Mann noch was bekomme, was nicht weihnachtlich irgendwie angehaucht ist, weil der hat mir schon gefallen. Ja, meine Lieben, das war jetzt mein Subteil 2. Ihr seht, war schon einiges an Familienroman, düsterem Geheimnis, Chicklit und ein bisschen was Weihnachtliches, ganz kleiner Teil historisch. Und wie gesagt, es war noch nicht alles. Der Keller steht noch voll und ihr dürft euch in den nächsten Videos auf die Jugendbücher freuen und auf Krimi, Thriller und Psychothriller. Also es wird noch 2 Subvideos geben. Ich hoffe, euch hat mein Subvideo Teil 2 gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Sub Teil 3. Also bis dahin, meine Lieben, macht's gut!